glaube ich dir sogar. Davon bin ich überzeugt, dass du mir das glaubst. So, bei der Gelegenheit will ich doch aber jetzt mal schauen. Was machen denn die Barels? Denen geht's gut. Es funktioniert. Hupp, hupp, hupp. Was machst denn du da? Blödes Häuschen gebaut. Blödsinn. Braucht keiner. Ich wollte in Ruhe schlafen, damit du mir nicht beim Schlafen zugucken kannst und so. Deine Scheißhäuser! Apropos Scheißhäuser, wir sollten vielleicht mal das Häuschen erneuern. Warum? Das Strandhäuschen. Ach ja, das gibt's ja auch noch. Ja, das sollten wir bei Gelegenheit mal tun. Gehst du mal ins Bett? Gleich. Was ist denn los hier? Aufstehen. Wo ist das? Fackel. Okay. Das funktioniert auf jeden Fall schon mal ganz gut. Habe ich denn noch... Das habe ich bestimmt nicht mehr. Komm, jetzt geh mal ins Bett. Ich muss wieder runter in den Steinbruch, bitte. Oh, er ist nur am Heulen. Oh, ich sehe nur eine Wand. So. Ich liege im Bett, lieber Emmes. Du aber nicht. Ey, leg dich ins Bett. Moment. Alter. Eigentlich lieg ich. Nein, tust du nicht. Einmal aufstehen, bitte. Ich lieg. Stimmt. Du hast gelegen. So. Ja, ich muss da was raushauen. Ganz, ganz viel raushauen. Di. So, wir brauchen Sand. Okay, das hätten wir. So, ich glaube, ich habe jetzt alles rausgehauen. Nein, habe ich nicht. Nicht? Nee, da ist noch mehr. Was soll denn das? Das muss doch gehen. So. Ach du meine Güte. Das war verkehrt. Tipp. Oh. Das reicht nicht. Das ist natürlich doof. Aber jetzt reicht's. Jetzt reicht's! Voll das Echo. Oder immer noch mehr. Okay, dann machen wir das jetzt anders. Nee. Ach ja. Was denn? Warte. Wir machen hier mal einen kurzen Schnitt. Echt? Ja. Warum? Pinkeln. Ich muss echt dringend pinkeln.
Dieser Eistee. So. Tja, selbstverständlich habe ich nicht geschnitten. Ah, das wirst du. Aber das werde ich mit Sicherheit noch tun. Gut, da sind wir wieder. Da hat er sich hier tatsächlich ein Haus gebaut, weißt du? Ja, das hat er getan. Naja. Ach, da ist noch Erz. Haha, großes L. Findest du? Nein. Finde ich absolut nicht. Ich finde das echt schade, dass du den Creeper nicht erledigen konntest. Das war kein Creeper. Was war das sonst? Ach, du hast ein Haus hingebaut. Ich habe mir ein Haus gebaut. Hast du wenigstens mir auch eine mitgemacht? Natürlich nicht, du hast ja schon ein Haus gebaut. Du bist... Hallo? Wir... Ja, aber wenn du dir doch ein Haus baust. Aber du hättest doch einfach sagen können, bau das Ding wieder ab. Ich mach dir eine Bombe mit. Das hätte ich sagen können. Natürlich hätte ich das. Wo ist denn die Treppe? Da ist die Treppe. Hier, du musst mir auch mal ein bisschen mithelfen mit der Treppe. Ich habe die Treppe hier ganz alleine gebaut bisher. Ja, das ist doch auch in Ordnung. Nee, finde ich nicht. Doch, finde ich schon. Wenn ich hier Häuser bauen muss und so, dann kannst du Treppen bauen. Ich will ja gar kein Haus bauen. Mir reicht ja mein kleiner Kapuff da. Nee, reicht es nicht. Du hast schon wieder genölt. Du holst schon wieder rum. Nein, das ist nur eine Notunterkunft. Das ist doch scheißegal. Du bist auch so eine Notunterkunft. Was? Der war jetzt gemein und ja, ne, der war total. Du bist auch jetzt gerade extrem down. Ja. Ich kann heute Nacht nicht schlafen, deswegen. Ja, du weinst dich wahrscheinlich heute Abend wieder in Schlaf. Ich habe mich noch nie wegen dir in den Schlaf geweint. Das wird noch kommen. Irgendwie kommt gerade das Kupfer näher an hier. Was ist denn los? Sind die Dinger vielleicht ein bisschen langsam? Kupfer? Ja. Ein Kupfererz. Ich warte ja immer noch darauf, dass was auf dem Barrel ankommt, weißt du? Bis jetzt sieht's ganz gut aus. Ich habe jetzt alle Erze rundherum abgebaut. Wunderschön. Ich weiß. Du hast doch gar keine Gesprächsthemen angefangen heute, fällt mir ein. Das stimmt, wir waren ja hier ordentlich mit Technik beschäftigt. Naja, so auf den letzten 22 Minuten der Aufnahme können wir ruhig nochmal das Thema Formel 1 ansprechen. Wer von euch auch immer interessiert ist an Formel 1, Jules Bianchi hat sich's wohl überlegt und hat gesagt, ach weißt du, es macht eigentlich gar keinen Spaß, immer so langsam um die Kurven und so. Ist wohl beim Regenrennen von Japan doch böse verunglückt, der gute Mann. Mit gerade mal 25 Jahren hat er nur doch eine ordentliche Gehirnverletzung. Weil er mit ca. 150 unter einen Radlader und so einen Bergungsbagger gemetert ist. Und das war nicht schön. Wie weit hast du das Rennen eigentlich geguckt? Nein, das habe ich nicht gesehen. Bis zur 22. Ich hab's verpasst, da ich auf diesem Festival war. Ach ja, der MS war ja auf dem Festival. Ja. Ja, Syndicate heißt das, wo er gewesen ist. Das ist für die Leute, die nichts auf dem Ohr haben. Weil wenn sie was auf dem Ohr haben, dann ist es nur noch Bass. Das ist gar nicht so richtig. Ja, okay, es ist ab und an ein bisschen Gekreische drin. Und ein paar Höhen. Auch nicht. Hast du dich mal mit meiner Musik auseinandergesetzt? Leider ja. Abgesehen jetzt von meinem Auto. Leider nein. Das ist nicht nur Kreische und... Stimmt doch gar nicht. Also im Auto schon. Das ist das Auto. Ach so, das Auto kreischt. Dann geht's ihm wohl nicht gut, hä? Ja, das kreischt auch aus dem Auspuff. Jetzt nicht hochlaufen, bitte. Danke. Wie tief sind wir denn jetzt eigentlich? Wo sind wir denn? Der Steinbruch befindet sich auf Level 59.
Meinst du, wir schaffen das heute noch mit nach ganz unten? Nein. In der Aufnahme? Nein. Das wäre schade. Das schaffen wir nicht. Das wäre schade. Wirklich? Wenn wir das schaffen würden? Nein, wenn wir es nicht schaffen würden. Das schaffen wir nicht. Warum nicht? Weil der Steinbruch dafür zu lange braucht und ich meine Kapazitäten im Auge behalten muss. Haben wir schon Zink? Nee, gell? Nee. War doch Zink. Ja, ist Zink. Hopp. Ach so, runter. Und rechts. Richtig. Gut erkannt. Guter Mann. Wir haben auch noch gar keinen Kupfer. Doch, hier. Da. Ja, das ist hässliche Kupfer. Das ist doch scheißegal. Das wird doch später eh alles konvertiert. Ich schmeiß es einfach in die Kiste. Das schon. So. Das sind sogar zwei Kupfersorten, siehst du? Ja. Kupfer, Kupfer? Wieso findest du... 4040 und 4060 und Kupfer ID 4000. Ah, okay. Dass ich denn sein kleines, feines Häuschen sprengen. Oh, wir sind was ganz Feines. Wir bauen keine Häuschen. Nein, wir sprengen sie. Richtig. Ironie. Ironie. Manche sprengen ihre Häuser weg, du sprengst sie hin. Ich spreng sie hin, definitiv. So, dann gehe ich jetzt nochmal schnell runter gucken, ob wir noch was abbauen können. Und wenn nicht, dann komme ich wieder hoch und dann legen wir uns mal ins Bett. Jep, hier ist noch Eisen. Wow, einer. Und hier ist Kupfer. Und sonst haben wir erst einmal nichts. Das sieht schon ziemlich tief aus hier, das Loch, weißt du? Wir sind so gerade auf 56. Nee, nee, nee. Na gut, wir haben ja aber auch auf Level 100 angefangen, ne? Mhm. Ah, Sprit ist hier genug drin, also den Motoren mangelt es so schnell nicht an Energie. Wir müssen mal gucken, dass wir vom Metallurgy noch irgendwie Sulfurohr erwischen oder sowas, oder wie das Zeug heißt. Das gibt Schwarzpulver, wenn man es abbaut. Okay. Und Schwarzpulver ist sinnvoll für TNT-Sorten. So, ab ins Bett. Ich lieg schon. Hopp. Okay. Screenshots! So. Na, das schaut doch alles schon richtig gut aus hier. Latschen wir mal die Treppe runter, gucken mal, wie weit wir da schon runter können. Ich komme. Jetzt wäre ich runtergefallen. Bring das fertig. Ich bring das fertig. In irgendeiner Aufnahme segel ich hier runter. Ich bring das fertig. Ich hätte es fast getan. Puh, war knapp. Ich bring das fertig. Zinn. Ja, das sammelt er noch ein. Da ist auch noch mal Zinn. Oder? Hallo. Hallo. Kupfer! Wenn ich jetzt hier so ein Ding hinbaue, so ein Kupfer, dann baut er den ab. Ein? So? Ja, dann bricht er das irgendwann ab, seine Aktion, und fährt dahin. Da dürft ihr jetzt wahrscheinlich drunter gehen, oder? Nee, nein, er nimmt's mit. Das ist super, dann brauche ich das nicht hochschleppen. Er wird immer fauler, weißt du? Jetzt weiß er, dass wir eine Maschine haben. Jetzt trägt das noch nicht mal mehr hoch. Hinter dir ist Kohle. Hinter mir ist eine Wand. Hinter dir ist Kohle. Eine Wand. Kohle. Eine Wand. Kohle. Eine Kohlewand. Touché. Zinn. Das war's an Zinn. Ihr kleines Motörchen.